Mahlzeit, Herr Köhler. Hi Nico. Danke fürs Film mal wieder. Was machen wir heute? Wir machen heute die Glühstifte beim 535 Diesel und wir bauen die Ansaugzüge wieder ein. Kommen aber erstmal zu den Glühstiften. Die Glühstifte ist ein bisschen so eine tricky Geschichte bei den Sechszylindern. Da geht es immer so, ich sag mal so, da hat man ein bisschen Angst, ja, dass eine fest bleibt, nicht aufgeht, abreißt. Wir haben ein sogenanntes Bruchmoment von 35 Newtonmeter. Das heißt, sprüht den Glühstift vorbei mit WD-40, mit irgendeinem Rostlöser, mit irgendeinem Kriechöl. Lasst den Motor warm laufen, macht die Ansaugbrücke runter, das Video habt ihr schon gesehen. Danach stellt den Drehmomentschlüssel auf 30 Newtonmeter. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, habt ihr noch 5 Newtonmeter Grenze und versucht die Kerzen zu öffnen. Ich sag mal ganz vorsichtig, zu 90% funktioniert das. So wie in diesem Fall, bei uns hat es funktioniert. Wenn es fest ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal zu lassen und zu gucken, es gibt Spezialwerkzeug, wo man die ausbauen kann, dass der Kopf nicht runter muss. Das ist ganz wichtig. Ja? Kommen wir gerade mal schon zu den Kerzen selber. Ich weiß nicht, kannst du mal ein Stück hinzoomen? Klar. Weil wir haben nämlich hier gerade ein Paradebeispiel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich komme gerade mal her. Kann man sehen? Ja. Also wir haben hier Öl auf dem Glühstift. In diesem Fall bin ich der Meinung, dass es vom Ölabschalter kommt. Kann allerdings auch vom Turbolader kommen, aber meistens ist bei dem Kilometerstand, wir haben 300.000 Kilometer, der Ölabschalter das Problem. Der sitzt hier oben, der ist im Endeffekt in wenigen Handgriffen gelöst und kostet, ich bin der Meinung, irgendwas um 35 Euro. Das ist so ein Filtereinsatz und dieses Gehäuse. Wird auf jeden Fall Sinn machen, das zu tauschen, dann umgeht ihr das Risiko, dass da irgendwelche bleibenden Schäden kommen oder irgendwas passiert. Jetzt würde ich sagen, ich mache die Kerzen raus, wir machen kurz einen kleinen Stopp und dann sehen wir uns gleich. So, wir haben jetzt die Kerzen draußen, von links Zylinder 1, ganz rechts Zylinder 6. Wie ihr seht, ist Zylinder 3, Zylinder 4 und Zylinder 6 komplett verölt. Ich sag, liegt am Ölabscheider, das werden wir jetzt nachher prüfen. Jetzt machen wir Step, neue Glühkerzen rein, bis gleich. So, in dem Fall verbauen wir jetzt Glühstifte von Fibi Bilstein. Es gibt natürlich genügend andere Hersteller, Bosch, Beru, NGK, wie sie alle heißen. Ich würde sagen, bei dem Auto 300.000 Kilometer muss man jetzt nicht original zu BMW gehen. BMW baut die sowieso nicht selber, sondern lässt die auch bauen. Ich glaube in dem Fall von Bosch. Das heißt, da seid ihr völlig frei. Gibt es genügend einschlägige Seiten oder Firmen wie AET, wie Drost, wie Kfz-Teile, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Ja, schrauben wir die rein. Am besten erstmal von Hand ansetzen. Versuchen von Hand ein, zwei Gewindegänge reinzuschrauben. Dann nehmen wir die 10er Langlos-Nico. Vielleicht kann ich mal kurz ein bisschen herzoomen. Sicher. Drehen wir mit der Lätsche fest, dann nehmen wir den Drehmomentschlüssel in diesem Fall und alle nachknacken und zwar so 15 bis 18 Newtonmeter bekommen die Glühstifte und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Sobald wir das gemacht haben mit dem Nachknacken, Stecker, ganz einfach im Endeffekt, man hört es, die Stecker sind quasi nur drauf geklipst, vielleicht hört man es auf der Kamera auch. Ja, ich würde sagen, wir machen es anders. Nico, machen wir kurz Pause, kommen wir mit der Kamera kurz rüber, dann zieht er das auch. Bis gleich. Also, alle Glühstifte sind angezogen, das heißt jetzt mit 15 bis 18 Newtonmeter. Jetzt können die Stecker drauf. Die Stecker sind einfach so Clipstecker, das hört ihr auch beim Einrasten. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, nur mal leise. Wird man wahrscheinlich nicht hören. Die machen so einen kleinen Clip und dann wisst ihr, die Stecker sind alle richtig eingeraschelt und richtig drauf. Kommen wir noch kurz zu was Wichtigem. Und zwar geht es hier noch um die Glühzeitendstufe und das Steuergerät. Habe ich euch bereits im letzten Video gezeigt. Das Steuergerät sitzt hier unten, ist hier verschraubt am Motorblock mit zwei 10er Muttern. Das sind quasi mehr oder minder so Gewindestehbolzen, zwei 10er Muttern. Ist ein bisschen ein Theater.
Macht aber Sinn, das gleich mitzumachen. Ihr spart euch wirklich viel Arbeit. Sind hier mit zwei Steckern eingesteckt. Ihr seht schon, da läuft immer das Öl runter von den undichten Ansaugbrücken. Ja, das ist im Endeffekt zu diesem Thema alles. Jetzt würde ich sagen, gehen wir schon drüber zur Ansaugbrücke. Wir werden hier mit den Glühstiften soweit fertig. Sehen wir uns gleich. Kommen wir kurz zur Ansaugbrücke. Ich habe ja im Video schon gesagt, beim Ansaugbrücke zerlegen, der Kunde möchte die Drehklappen nicht entfernt haben, beziehungsweise möchte es nicht haben. Wir wissen jetzt warum, weil er hat es schon machen lassen, beziehungsweise der Vorgänger hatte es schon machen lassen. Normalerweise sitzen hier diese Bauteile drinne und ihr seht hier, das sind die sogenannten Drehklappen. Ja? Und hier sind die normalerweise noch mit so Gummiumierung umrandet. Das heißt, da hat sich schon was gelöst. Und das ist auch der Grund, diese Schaufeln, die brechen. Und dann kann es zu Motorschäden führen. Und um das zu umgehen, baut man die aus und setzt dann quasi, ja, jetzt läuft der Reiniger raus, das ist jetzt nicht so schlimm, setzt dann quasi diese Splinte hier ein und dann sind die quasi stillgelegt. Man macht die ganze Mechanik raus, man legt die Dose still, geht ja eh nichts mehr, das ganze Gestänge ist weg, die Module sind draußen und fertig. Dann hat man das Problem, dass da was runterfallen oder runterbrechen kann, nicht. Was steuern so Drehklappen also? Was braucht man die? Genau, also die Drehklappen sind dazu da, um das Luft-Kraftstoff-Gemisch quasi mehr oder minder besser zu verwirbeln, also die eine bessere Anströmung zu schaffen. Ich habe, wie schon gesagt, nur mal bei dem Motor so, dass es Probleme gibt, dass die abbrechen. Und man kann das bei diesen Fahrzeugen bedenkenlos ausbauen. Geht auch bei vielen anderen Modellen, VWG und so weiter auch. Allerdings muss man das da über die Software noch mit ausbedaten bzw. abändern, weil sonst läuft das Fahrzeug nicht sauber. Bei BMW ist es egal, da muss man nichts an der Software machen. Da reicht es, wenn man die Blindstopfen reinmacht und es stilllegt. Was auch wichtig ist, dass man die Ansaugbrücke putzt. Ihr seht es jetzt gerade, sie ist noch nicht ausgeblasen. Das heißt, hier läuft gerade noch der Reiniger raus. Das wird jetzt alles nachher noch gemacht, bevor es montiert wird. Das ist auch ganz klar. Ihr habt hier die alten Dichtungen. Sind relativ, ja, relativ spröde. Wenn man jetzt gerade mal hier eine rausnimmt, seht ihr, die ist relativ flexibel. Ja, wenn ihr jetzt dazu eine alte nehmt, ja, seht ihr, das ist viel schwergängiger und einfach, dass man die auch mittauscht. Vorher auch wichtig, dass man hier die ganzen Kanäle sauber macht, wo quasi auch nachher dann die Dichtungen drin sitzen, dass man da einfach keine Probleme hat, dass da noch nicht irgendwelche Verkokungen oder Reste sind. Jetzt würde ich sagen, wir spülen die noch aus und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Und dann bauen wir die Ansaugbrücke ein. Bis gleich. Also, Brücke ist jetzt wieder drinne. Vergesst die Stecker nicht hin. Wir haben hier unten die Elektronik für, den, für das Regelventil. Wir haben hier oben für den Drucksensor den Stecker. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elfer Muttern in dem Fall. Also das sind quasi Stehbolzen drinne. Die bekommen 15 Newtonmeter. Und wir haben hier oben eine Schraube mit einer 10er Ringweite, die bekommen 10 Newtonmeter. Anzugsreihenfolge, weiß ich nicht, ob es da was gibt. Ich ziehe immer von innen nach außen an. Ich denke, das spielt auch soweit keine Rolle. Wie schon gesagt, ich fange immer an mit den unteren und dann gehe ich nach oben an die 10er, mache die von innen nach außen. Dann hier vorne nicht vergessen, die Drossel, den Landerschlauch oder Drosselklappe wieder einstecken, der rastet dann ein. Das ist geschehen. Hier vorne zum AGR-Kühler die Schelle wieder drauf und im Endeffekt war es das dann schon. Ja? Das AGR wieder anschließen mit dem Unterdruckschlauch und dann könnt ihr das Fahrzeug starten. Ja, jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt zum Mittag, Nico, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.